Biete Computerservice, bekomme gebastelte Weihnachtskarten. Eine von vielen Vereinbarungen, die beim ersten Marktplatz für gute Geschäfte geschlossen wurden. 11 Unternehmer und 23 Vereine waren im Berufsschulzentrum Pirna-Kopitz dabei. Auf einer Art Tauschbörse lernten sie sich kennen, kamen miteinander ins Gespräch und bestenfalls ins Geschäft. Die Phase davor sah ja fast so aus, dass eher die Bedenken waren, gehen wir da hin, was soll das, was bringt das? Und das überträgt sich dann auch auf einen, dass man sagt, haben wir jetzt was Richtiges angeschoben oder wird es schwierig? 27 Vereinbarungen sind geschlossen, von der ersten bis zur letzten Sekunde quasi. Das ist ein, denke ich mal, ganz gutes Ergebnis. Ich hoffe, dass das alle Vereine so sehen, da habe ich noch keinen Überblick. Aber das, was ich jetzt als Ergebniszahl erstmal sehe, ist ganz wunderbar. Der Marktplatz für gute Geschäfte ist neu in der Region. Bundesweit aber gibt es die Veranstaltung bereits in 90 Städten. Die Idee ist denkbar einfach. Geben und nehmen ist das Prinzip. Geld spielt beim Marktplatz für gute Geschäfte keine Rolle. Sachleistungen, Kompetenzen oder einfach Zeitspenden werden getauscht. So wie in diesem Beispiel. Der Notar Herr Klemmer hat kräftig zu tun. Die Stadtbibliothek und die Stechmücken haben sich offensichtlich geeinigt. Was ist in der Mache? Und zwar einen Saal zur Verfügung zu stellen und im Gegenzug Auftritte bei der Stadtbibliothek. Makler und Notare unterstützen das Markttreiben. Sie sind Vermittler und besiegeln die abgeschlossenen Verträge. 90 Minuten hat der Marktplatz geöffnet. Speed-Dating für den guten Zweck. Mit Gewinnern auf beiden Seiten. Es ist spannend für uns, weil wir ja als Vereine immer gerade finanziell begrenzt sind und Sachleistungen zu bieten haben und dafür eben eine Sachleistung erhalten zu können, ist eine sehr gute Idee. Gute Ideen und ein klein wenig Fantasie. Mehr braucht es nicht für die Teilnahme am Marktplatz für gute Geschäfte. Nicht selten finden hier Unternehmen und Vereine zusammen, die sich im Alltag wohl nie begegnen würden. Entsprechend ausgefallen ist der ein oder andere Vertrag. Irgendjemand hat da zwei Ärmel Schrott dastehen, ob er jetzt dafür 10, 20 Euro auf der Schrottwaage kriegt. Wird es Kraut nie fett machen, wenn einer daraus Schmuckstücke bastelt. Das ist so das, wo ich sage, wenn man da nicht drüber spricht, kommt man im Leben nie drauf. Das geht auf die Schrottwaage und einer guckt in den Ofen und der bleibt leer. So liegen da jetzt emaillierte oder später emaillierte Blechstücke, die dann Schmuck abbilden. Und da freue ich mich, dass die Steffen Söhner GmbH da gesagt hat, wir machen das und einer versorgt es. Nach 90 Minuten ist das bunte Treiben vorbei. Der erste Marktplatz im Landkreis zieht eine positive Bilanz. 27 Vereinbarungen wurden getroffen. Spannend wird sein, was jetzt draus wird. Wir freuen uns sehr über die angenehme Atmosphäre heute. Ich glaube, das mit dem Lächeln im Gesicht, mit den guten Geschäften, das hat sehr gut funktioniert. Und wir freuen uns sehr auf das kommende Jahr. Einmal im Jahr an wechselnden Orten. Der Marktplatz für gute Geschäfte im Landkreis soll eine feste Institution werden. Der Anfang ist gemacht.